Idylle am Bielener Kiessee. Nein, heute waren mal nicht die Schwäne die einzigen, die sich um diese Jahreszeit ins Wasser trauten. Rund 100 Studenten der Fachhochschule Nordhausen wollten es am Nachmittag wissen und trafen sich am See. Also wir sind hier in Nordhausen, am Kiesschacht, am Bielener Kiesgewässer, und wir veranstalten heute das traditionelle Arett-Eisbaden. Veranstalter davon ist immer traditionell oder Organisator der Fachschaft zur regenerative Energietechnik. Das Eisbaden hat langjährige Traditionen an unserer Hochschule und findet jetzt bestimmt schon zum 10. Mal statt. Entstanden ist das Ganze aus einer Wette zwischen Professoren und Studenten. Die Studenten haben mal Professoren hier im Herbst immer beobachtet, wie sie in den Kiesschacht gesprungen sind, und so ist es dann entstanden, das auch bei niedrigeren Temperaturen durchzuführen. Es werden bestimmt so 50 bis 100 Leute kommen. Glühwein gibt es dann für alle Badenden umsonst, und wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung. Der Bademeister gab die offizielle Wassertemperatur bekannt. Zum heutigen Eisbad haben wir eine Wassertemperatur von 4,6 Grad. Aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Man wollte schon genau wissen, was einen erwartet. Nach dem Motto, bei dem Wetter jagt man ja keinen Hund vor die Tür oder besser ins Wasser, blieb Bello klugerweise auch draußen. Bestens vorbereitet, um die Kälte nach dem Bad schnell wieder loszuwerden, wurde es langsam ernst für die Studenten und Professoren. Achtung, auf meine Durchsage! Es darf nicht über den Steg hinausgeschwommen werden, weil dann geht's tief runter und da springt der Rettungsschwimmer nicht rein. Und die Kameraleute stehen zwar da, aber die gehen nicht mit rein. Also nicht mitreißen oder so. Noch ein paar Hinweise auf den Ablauf und zur Sicherheit des Kameramanns. Und auf Kommando stürzen sich die mutigen Frauen und Männer in die kalten Fluten. So schnell wie alle ins Wasser kamen, so schnell kamen die meisten auch gleich wieder raus. Wichtige Utensilien waren Handtuch und heiße Getränke. Auch wenn das traditionelle Eisbaden in diesem Jahr völlig eisfrei daherkam, hatten doch alle ihren Spaß. Das war klasse, das machen wir nächstes Jahr nochmal.